Hey, nach dem dritten Mal tut das gar nicht mehr so weh. Na hey, Schorsch, Leute, und frohes Neues! Guten Rutsch! Ich muss ehrlich mit euch sein, ich weiß nicht, wann ich dieses Video noch hochladen kann. Ich glaube, ich kann nur verlieren in der Situation. Wisst ihr, da ich es nicht geschafft habe, dieses Jahr ein vernünftiges Weihnachtsvideo zu machen, weil ich bin unfähig in dem Sinne, habe ich mir gedacht, ich gebe euch mal ein ganz kleines Info-Update, was den Kanal hier um 2024 angeht. Nämlich, da kommt ein bisschen was auf euch zu und ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst, weil ich merke schon, so langsam frei sprechen ist, man verlernt das über die Zeit scheinbar. Ich brauche so einen kleinen Zettel, wo Worte draufstehen, so I don't know. 2023 war echt funky. Hab für ein über halbes Jahr keinen Job irgendwie gefunden. Bin fast bankrott gegangen dadurch. Nur damit das Ganze dann gegen Mitte des Jahres eine absolute Kehrtwende macht. Wir sind von Twitch auf YouTube gewechselt, was mir persönlich viel mehr gefällt jetzt. Ich habe einen Job gefunden, der mir immer noch echt Spaß macht. Ich bin nicht mehr kurz davor, bankrott zu gehen. Und durch die Shorts, die ich mache, habe ich das Gefühl, mein Kanal ist lebendiger denn je. Also alles in allem, dieses Jahr war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zu Anfang ging es sehr steil bergab und auf einmal ging es sehr steil wieder bergauf. Wo ich halt auch sagen muss, wenn ich jetzt so sehe, wie dieser Kanal wieder am Blühen ist mittlerweile durch diese Shorts, motiviert mich das umso mehr für alles, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Aber dazu später noch mehr. Erstmal möchte ich mich sowieso bei denen bedanken, die jetzt all die Zeit schon jetzt hierbei bleiben und mit meiner Unfähigkeit dealen, Videos in einer vernünftigen Geschwindigkeit zu produzieren. Und natürlich möchte ich auch die willkommen heißen, die jetzt dazukommen und sich das Ganze hier geben, wie ich unfähig bin, in einer vernünftigen Geschwindigkeit Videos zu produzieren. Ich habe halt im Jahr gemerkt, dass ich mir mit meinen Videoproduktionen, die ich machen möchte, mir einfach zu viel aufnehme. Diese Anxiety, die ich dadurch bekomme, ist nicht gesund. Denn meistens sehe ich dann einfach nur diese Masse an Arbeit, die ich denn vor mir hätte, bin mit dem Endprodukt unzufrieden und scrappe alles. Weswegen ich jetzt vorgenommen habe, mir ein paar Kleinigkeiten hier vorzunehmen. Wie gesagt, dazu mehr später. Ist halt nicht so ungeduldig. Es könnte allerdings auch gut sein, dass diese Motivation, die ich jetzt mittlerweile wieder kriege, damit zusammenhängt, dass ich wieder regelmäßig ins Fitnessstudio gehe. So als sich das ganze Finanzielle hier in meinem Leben so ein bisschen gefangen hatte, haben wir uns gesagt, komm, wir gehen ins Fitnessstudio. Und seitdem sind wir vier hier, unsere Leute hier, die in unserer Nachbarschaft, sage ich hier mal gerne. Gehen wir mal regelmäßig ins Fitnessstudio, jetzt im Dezember weniger, weil der Dezember ist cringe. Aber ich kann jetzt schon sehen, dass ich da erhebliche Fortschritte gemacht habe und das motiviert einen irgendwie noch mehr. Gott, ich habe eigentlich echt Bock, wieder dahin zu gehen, aber der Dezember ist halt, wie er ist. Der Dezember ist scheiße. Okay, gut, ich fange ja schon an, über die Sachen zu reden. Ist ja gut. Streams. Bis jetzt ein terminmäßiges Chaos. In 2024 nicht mehr. Zumindest fast. Ab nächsten Jahr gilt, jeden Sonntag wird gestreamt. Der feste Stream-Day ist Sonntag. Sunday, Sunday, Sunday. Somit haben wir einen Tag in der Woche sicher zum Streamen. Können alles Mögliche machen, von One-Offs bis zu gewissen Stream-Projekten. Einfach nur chillen und einfach irgendwas tun, es ist einfach fest. Ausnahmen gibt es dafür natürlich auch, zum Beispiel Like a Dragon Infinite Wealth. Sobald das rauskommt, werde ich wahrscheinlich daily streamen. Schlaf ist sowieso für die Schwachen. Sollte ich denn aber trotzdem mal unter der Woche mal Zeit haben für sowas, dass ich auch mal ein bisschen, auch mal für mich selber ein bisschen was machen kann, lasse ich euch das trotzdem natürlich hier über Kanalinformationen wissen. Ich poste es ja also auf dem Community-Tab hier auf YouTube und auf Twitter. Ich versuche es euch so früh wie möglich dann wissen zu lassen. Somit habe ich genug Zeit, mich um tatsächlichen Content zu kümmern, sei es Shorts, andere Videos, dazu kommen wir noch, und haben trotzdem noch genügend Zeit, einmal mindestens in der Woche zu streamen. Außerdem ist es, glaube ich, für euch auch gar nicht mal so schlecht, wenn ihr wisst, dass ich immer um Sonntag streame. Ein fester Stream-Day ist nie was Schlechtes eigentlich. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Boy, sie sind wieder da. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass Streams im Grunde nur eine Live-Version von Let's Plays sind, habe ich mir gedacht, komm, du kannst es eigentlich besser. Jetzt über die Jahre hast du gelernt, wie du es besser machen könntest. Und da ich halt gemerkt habe, dass das, was ich mir eigentlich für meine Main-Videos vorgenommen habe, einfach viel zu viel ist, habe ich mir gedacht, warum gehst du nicht zu dem zurück, was du am besten kannst eigentlich? Was du auch am liebsten machen möchtest. Nämlich genau das. Das wären dann allerdings keine simplen Start-Stopp-Aufnahmen.
Ich möchte, dass das Let's Plays werden, die etwas mehr Qualität besitzen. Die Videos werden quasi eine halbe Stunde bis Stunde lang, je nachdem, was natürlich in dem Video passiert. Es werden simple Cuts kommen, allerdings nur sowas, dass es halt den Flow des Videos ein bisschen unterstützen kann. Und simple Edits. Sprich, nichts absolut Übergreifendes, keine super Mega-Show, sondern einfach nur simple Edits, die den ganzen Flow des Videos noch ein bisschen besser unterstützen und die den ganzen Rhythmus des Videos einfach ein bisschen besser wiedergeben können, sodass es besser ist zu schauen. Mal auch von dem Fakt abgesehen, dass es etwas ist, was häufig gefragt wurde, ob ich sowas wieder machen kann, glaube ich tatsächlich auch, dass es das ist, wo ich am ehesten noch hinkriegen kann, ohne mich komplett zu überfordern oder ohne, dass dieser Kanal wieder über Monate lang kein Main-Video bekommt. Außerdem glaube ich, dass es ein paar Spiele gibt, die ich mir unglaublich gerne mal anschauen würde, die es aber als Stream einfach nicht wirklich reißen würden. Einfach weil entweder zu viel Downtime wäre oder zu viel Zeit, wo einfach nichts wirklich Interessantes passiert. Sachen wie Elden Ring zum Beispiel. Wink. Das sind dann einfach Spiele, wo ich finde, dass in so einem Format um so vieles besser ankommen. Außerdem werden diese Videos dann immer als Premiere veröffentlicht. Sobald also dieses Video hochgeladen ist, bekommt ihr die Möglichkeit, euch daran erinnern zu lassen. Sobald dieser Termin dann eintritt, könnt ihr das Ganze dann im Livestream zum allerersten Mal schauen. Danach geht das Video dann regulär für alle anderen auch online. Aber alles in allem denke ich einfach, dass das Ganze für mich um so vieles zeitlich machbarer sein sollte. Außerdem habe ich echt Bock drauf. Ach ja, der Feierabend-Podcast. Eine Idee, die ich eigentlich schon sehr lange am Austüfteln bin, aber irgendwie noch nicht so komplett zufrieden bin mit dem, was es am Ende sein soll. Es ist schon eine Menge Sachen dafür fertig, aber bislang wurde noch keine Folge dafür wirklich aufgenommen. Der Feierabend-Podcast soll ein Podcast hier auf YouTube werden, wo ein bisschen lightheartedter sein soll. Ich möchte das mit ein paar Freunden aufnehmen, wo wir einfach gechillt über Dinge reden können, über die man gerne reden möchte. Über Games, über Animes etc., Filme, Serien, was auch immer. Ich finde, ganz ehrlich, es gibt schon viel zu viele Podcasts auf dieser Erde, wo über ernste Themen reden. Und da tut's, glaube ich, nicht schlecht, wenn es mal einen Podcast gibt, bei dem man auch mal ein bisschen schmunzeln darf. Dazu allerdings mehr, wenn das denn tatsächlich mal passiert. Noch ist das Ganze in der Aufbauphase und ich gebe euch Bescheid, sollte ich das irgendwie geregelt kriegen, dass da mal was passiert. Ich hoffe, ich kriege das in diesem Jahr nochmal auf der Kette. Shorts. Und ich meine nicht das Kleidungsstück damit. Die Shorts, die ich hier in letzter Zeit mache, sind ein bisschen durch die Decke gegangen. Sowohl hier auf YouTube als auch auf TikTok. Auf TikTok fast ein bisschen mehr und es macht mir manchmal Angst. Auf jeden Fall von diesen Infomercial-Voice-Overn möchte ich mehr machen. Das ist fun. Ich darf einfach mal ein bisschen bekloppt sein und darf einfach mal machen. Allerdings habe ich auch Bock auf mehr andere solcher Shitposts. Die Gaming-Shorts, die ich eine Zeit lang gemacht habe, die bleiben weiterhin ihr kleines Nischending als Main-Video. Allerdings, so hier Schoschmanns geheime Superkammer, ihr kennt ja die Videos, ne? Aber was Shorts angeht, möchte ich definitiv mehr solchen Voice-Over-Cracked-Kram machen. Das ist just way too much fun. Aber gut, das war's eigentlich auch schon wieder, was ich euch alles mitteilen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch das Jahr 2024 für diesen Kanal ein bisschen schmackhafter machen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf und halt, please like and subscribe. Ich hoffe, der Abo-Button hat jetzt bei euch irgendwie geleuchtet oder so, das wäre cool. Und für diejenigen, die richtig krank sein wollen, ihr könnt Mitglied hier werden. Dann habt ihr früher Zugriff auf die Shorts und könnt Emotes haben, so Günther ja auch mit einer Gun. Sorry, mehr habe ich nicht, aber trotzdem danke an die, die es jetzt sowieso schon trotzdem sind. Ich weiß nicht, was mit euch stimmt, aber es ist okay. Oh.